Irrtümer, Panikmache, Verwirrung und jetzt der Umfrageschock. Immer wieder macht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verwirrende Aussagen, setzt fragwürdige Tweets ab und sorgt für reichlich Panik in der Bevölkerung. Bekommt er dafür jetzt die Quittung? Sind die Bürger etwa genervt vom Hin- und Her-Minister? Es wird immer verwirrter, was er, unser Gesundheitsminister, der Sozialdemokrat Karl Lauterbach, so von sich gibt. Mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere. Nun haben die Deutschen anscheinend genug. Nach einer von Bild in Auftrag gegebenen INSA-Umfrage fällt der einst beliebteste Politiker runter auf Platz 10. Wie konnte es so weit kommen? Immer öfter passiert es nachts. Wenn die Sonne untergegangen ist und die Kirchturmuhr Mitternacht schlägt, fängt es an. Dann schickt er sie in die Welt. Verwirrende Tweets. Wie hier. Ein Tweet, der für ordentlich Empörung sorgt. Es geht um die geplante 3-Monats-Impfregel. Demnach soll die 4. Impfung schon nach 3 Monaten ihre Gültigkeit verlieren. Wer nicht sofort nachimpft, könnte ab Oktober in der Kneipe oder im Kino Maske tragen oder einen Test vorlegen müssen. Lauterbach selbst sagt, das ist ein Anreiz für die Impfung. Doch jetzt will der Minister die Regel nicht als Impfempfehlung verstanden wissen. Als ein Journalist daran Kritik übte, haut Lauterbach am Montagabend um 21.23 Uhr in die Tasten. Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle 3 Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Oder der Fall vom Juli dieses Jahres. Lauterbach warnte vor einer neuen Corona-Killer-Variante, die sich schnell übertrage und zu schweren Verläufen führe. Dabei weiß man inzwischen, dass selbst schwere Corona-Verläufe nur noch in seltenen Fällen zum Tode führen. Doch Lauterbach stand zu seiner Panikwortwahl. Manchmal muss man die Dinge eben beim Namen nennen. Fakt ist, kein Experte rechnet mit einer solchen Variante. Auch Lauterbach spielte seine Horrorwarnung kürzlich runter. Nichts deutet darauf hin, dass eine Killer-Variante uns im Herbst einholt. Es ist nicht Lauterbachs erste Panikprognose. Im November 2021 sagte er voraus, dass Mitte Dezember die Intensivstation voll sei. Tatsächlich brach die Corona-Welle kurz darauf. Die Kliniken liefen nicht über und die Belegung der Intensivstation ging zurück. Lauterbach lag mit seiner Prognose wieder einmal daneben. Im Sommer 2021 machte Lauterbach Impfwahlkampf, nannte die Corona-Impfung nebenwirkungsfrei. Und das, obwohl Nebenwirkungen infolge der Covid-Impfung wissenschaftlich belegt sind. Nach heftiger Kritik von Ärzten ruderte Minister Lauterbach zurück. Sein Ministerium erklärte, dass die Impfung bei manchen Menschen schwere Nebenwirkungen habe. Auch Lauterbach räumte ein, dass es Fälle mit sehr schweren Nebenwirkungen gebe. Es war nicht das erste Mal, dass Lauterbach beim Thema Impfen für Verwirrung sorgte. Im Sommer 2022 erklärte Lauterbach im Spiegel über den 4. Peak, er würde, in Absprache natürlich mit dem Hautarzt, auch Jüngeren die Impfung empfehlen. Lauterbach empfahl also auch jüngeren Menschen die 4. Impfung. Die STIKO ist in ihrem Bericht aber deutlich dagegen gewesen. Als das rauskam, machte er, Karl Lauterbach, einen Rückzieher und wollte auf einmal nichts davon wissen. Er erklärte, ich habe nicht gesagt für alle die 4. Impfung. Wie gesund ist der Gesundheitsminister für unser Land? Wurde aus Lauterbach am Ende Klabauterbach? Ja, ich begrüße jetzt Martin Hagen, FDP-Chef Bayern. Hallo, Herr Hagen. Ich grüße Sie, hallo. Herr Hagen, ich frage jetzt ganz direkt, haben die Bürger die Schnauze voll von Karl Lauterbach? Na, auf jeden Fall zeigt Ihre Umfrage, dass der Stern von Karl Lauterbach offenbar sinkt. Schauen Sie, er ist ja nicht Minister geworden, weil er in der SPD als ein Politprofi galt, als jemand, der das politische Handwerk besser beherrscht als andere, sondern er ist ja deswegen Minister geworden, weil er im Corona-Winter 2021 so ausgesprochen populär war. Er hat in gewisser Weise die Lust der Leute an der Angst bedient, die Sehnsucht nach der Apokalypse. Er hat fortwährend gewarnt und gemahnt. Jetzt ist er Minister, jetzt muss er machen, jetzt muss er handeln, jetzt muss er zeigen, dass er dem Job gewachsen ist.
Und da sind eben andere Dinge gefragt. Unser Gesundheitssystem hat riesige Herausforderungen. Die Krankenkassen, denen droht jetzt ein Defizit von 33 Milliarden Euro. Wir haben nach wie vor einen Pflegemangel in den Krankenhäusern. Also eigentlich viel zu tun für einen Gesundheitsminister. Zu mahnen, zu warnen und zu twittern, das reicht dann nicht. Sie sagten gerade Sehnsucht nach der Apokalypse. Also ich hatte die nicht. Woran machen Sie das denn fest? Ich hatte die auch nicht, aber es gab viele Leute, die ja ganz fasziniert waren von dieser Person Karl Lauterbach, die Dauergast war in den deutschen Talkshows und uns immer erzählt hat, wie fürchterlich alles wird. Sie haben in Ihrem Bericht ja selber gezeigt, dass er häufig daneben lag, egal ob es um die Killer-Varianten ging oder um andere Prognosen. Aber die Leute hat das zumindest eine Zeit lang fasziniert. Diese Faszination ist aber, glaube ich, nicht von Dauer, sondern das lässt auch irgendwann nach. Und aus dem Grund jetzt offenbar der Absturz in den Umfragen. Ja, nun verschärft Deutschland als einziges Land im Herbst-Winter wieder die Corona-Maßnahmen. Unsere europäischen Nachbarn, die schütteln schon ein bisschen mit den Köpfen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Wochenende die Pandemie sogar als beendet erklärt. Was sind denn Ihre schlimmsten Befürchtungen für den anstehenden Herbst-Winter in unserem Land? Also ich würde mal abwarten, ob die europäischen Nachbarn wirklich komplett ohne Corona-Regeln durch diesen Winter gehen. Wir haben in den letzten Jahren ja schon immer gemerkt, dass in den kalten Monaten die Lage noch mal angespannter wird als im Sommer. Da würde ich noch nicht sagen, dass wir in Deutschland auf dem Sonderweg unterwegs sind. Wichtig war, dass wir für den Sommer den Sonderweg beendet haben, dass die FDP gegen den Widerstand von Karl Lauterbach und auch gegen den Widerstand zum Beispiel der Grünen, aber auch der Opposition, der Union durchgesetzt hat, dass wir die Rückkehr zur Normalität wagen. Es hat sich als vollkommen richtig erwiesen. Und jetzt haben wir für den Herbst bundesweite Regeln, die ja auch sehr maßvoll sind, die sich auf den Schutz vulnerabler Gruppen fokussieren, die Maskenpflicht in Krankenhäusern, Altenheimen zum Beispiel. Aber wir haben eben auch gesagt, wenn unerwartet die Lage nochmal sich richtig verschärft, wenn die kritische Infrastruktur gefährdet ist, nicht weil so viele Leute sterben oder ins Krankenhaus müssen, aber einfach weil so viele Leute erkranken, dann haben die Länder nochmal die Möglichkeit für zusätzliche Maßnahmen. Das sind nicht mehr die Maßnahmen, die wir aus der Merkel-Zeit kennen, also nicht mehr Lockdowns, nicht mehr Schulschließungen, nicht mehr Kontaktbeschränkungen und auch nicht mehr der Ausschluss Ungeimpfter vom öffentlichen Leben, sondern das sind maßvollere Maßnahmen. Ich hoffe aber, dass wir auch die nicht brauchen werden. Und ich hoffe, dass die Landesregierungen vor allem verantwortungsvoll mit diesen Instrumenten, die ihnen der Bund zur Verfügung stellt, umgehen. Das heißt, die FDP wird sich knallhart gegen einen weiteren Lockdown wehren? Es gibt keine Rechtsgrundlage für einen weiteren Lockdown, weil wir haben die epidemische Lage nationaler Tragweite ja im vergangenen November beendet. Und es gibt auch überhaupt keine Notwendigkeit für einen neuen Lockdown, jedenfalls nicht mit den Virusvarianten, die wir momentan haben. Ich hielt es auch für falsch, wieder zum Beispiel die Maskenpflicht in Schulen einzuführen. Da kann ich alle Landesregierungen nur davor warnen. Wir sollten uns wirklich auf den Schutz der vulnerablen Gruppen, der Risikogruppen fokussieren. Die sitzen nicht in den Schulen, sondern die sitzen zum Beispiel in Altenheimen und Krankenhäusern. Danke, Herr Hagen, für das Gespräch. Gerne.